So, gute Leute, willkommen zurück zur letzten Folge heute auf der Geisels Bash. Jo, ich habe gerade ja der Rode auch geschmissen. Und wenn wir mal gucken, wo das Schätze hier parken, da hat man hier wie heißt das Ding da? Das Vorderteil da, ne? Dass man das hier abmachen könne, ohne dass wir jetzt großartig was kaputt fahren. So, ich nehme die Folge jetzt gerade auf. Für euch sozusagen gestern. Gestern Abend. Und mein lieber Freund, was du da schon wieder lesen hast können. Bei manchen Sachen, die ich abonniert habe, Kanäle, die ich abonniert habe, wegen dem Glasgedöns, ich meine, es ist ja schon geil gemacht, habe ich ja auch gesagt, auf der Merkmal habe ich ja auch. Aber überall schon wieder ganz dick, wie ich auch, Glas reinschreibe, mein lieber Freund, Glas, Glas, Glas. Wobei ich muss ehrlich sagen, die sind echt klasse, klasse, jo. Die sind klasse gemacht, die Dinger, ne? Da gibt's gar nichts, echt. Die sehen toll aus. Da hinten fällt mein Optum der Gruppe noch ein bisschen. Aber was da richtig groß und fit aufgezogen wird, ich meine, das ist schon eines der besseren DLCs. Das stimmt auf jeden Fall, gell? So. Ich könnte jetzt hingehen, könnte mal so einen Case-Traktor gegen Glas tauschen, ne? Aber nö. Ich mag das nicht. Ich habe hier mit Case angefangen und mit Case weiter. So, jetzt pass mal auf, Kartoffel tatsächlich. Ich hatte schon Angst gehabt, dass man hier, dass ich hier Zugerübe drauf habe. Hätte ich aber dumm geguckt, ne? Hätte ich echt dumm geguckt. Und ich kann dumm gucken, ich schwör's euch. Genau, so, auf geht's. Letzte Runde ist angesagt. Endlich Kartoffeln für die Wutze. Die habe ich schon, die freuen sich auf jeden Fall schon. Moment, das muss hoch. Das ist schon schwer, ne? So. Ja, 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 ja. Das Glas, die jetzt hier. Ich muss ehrlich sagen, da auch lang drauf gewartet. Ich muss sagen, ich hab's auch richtig, sobald ich das machen konnte, vorbestellt, ne? Ja, logisch. So, da geht's mal hin, ne? Die Felder hier sind eigentlich alle nicht ganz gerade, gell? Das haben wir ja schon mal festgestellt, wenn ich so eine normale Hilfe reinhau hier, da fällt mir hier Kerze gerade runter. Und ich hatte auch irgendwas vom GPS mal gehört, ne, bei mir hier. Wie gerade sind wir denn? Da könnte man eigentlich GPS reinhauen. GPS praktisch. Wie war das jetzt nochmal? Ah, ich weiß es nicht mehr. So. Genau. So, automatische Breite, 45. Ich habe keinen Versatz. Wir machen etwas kleiner. 5,30 reicht auch. So, an und an und zappara. So, dann setzen wir mal A. Ich habe da echt einen Kurs schon gespeichert, ich drehe mal. Set A, so zurück. Ja, ich fahre auch erst eine Spur weiter. Entschuldigen Sie bitte. Das Schöne an dem Rode hier von Nexus Mods, der fährt echt geradeaus. Schön geradeaus fährt er. So, Set B und fertig haben wir es. Alt X und schon fahren wir geradeaus. Oh, was ist das da, ey? Was war da, der Schüssel oder was, Kollege? Ach so, nee, wir müssen da rüber. Hä? Was ist das da, ey? 5,40 Meter haben wir gesagt. Bist du betrunken? Ach so, der ist das angenommen. Tatsächlich. So. Jetzt haben wir es doch, siehst du. Leute veräppeln hier. Nimm mir auf die kleine Dicke mit den dicken Füßen. So, ich kann mich erinnern, ich habe so ein leichtes Déjà-vu, wir haben das schon mal gemacht, ne? Das war die Altversion noch, mein lieber Freund, bevor wir hier den Anker zusammen geflasht haben. Passiert in diesem Let's Play hier Geiselsberg jetzt nicht mehr. Das wird alles so gelassen. Verschiedene Fruchtarten macht auch mehr Sinn. Was bringt dir das nämlich, wenn du jetzt hier einen riesen Acker hast mit Sojabohnen? Hast sonst gar nichts und die Kühe und die Schweine haben nichts zu essen und kein Stroh und sowas. Machen wir nicht. Wir machen das so, wie es geplant ist, wie es hier ist und fertig. Oder oben rechts sehe ich gerade der Gabbiano. Der Eisenegg ist Zustand 7%. Sie wird gleich, der wird gleich stehen bleiben. Ich hoffe, dass er es noch fertig kriegt, bis sie ganz kaputt ist. Ich habe nämlich keinen Bock, die zu reparieren tatsächlich. Beziehungsweise keine Zeit. Ach so, ah, da ist dann vorne, da dreht schon dran, was der hier dagegen der Pfosten rennt.
Mein lieber Mann. Diese Pfosten. Wir sind praktisch Vollpfosten. Deswegen habe ich auch Kollision, ne? Wer jetzt anfängt zu frieren bei dem kalten Witz, der soll vielleicht Jack anziehen. Und es wird dunkel. Ich habe zwar irgendwelche blöde Sprüche gemacht, dass wir die Nacht überspringen wollten. Nur jetzt habe ich das Teil gemietet, das kostet richtig Geld. Wenn ich die Nacht überspringen, habe ich Angst, dass ich zu viel Mietkosten abgezogen kriege. Und ich denke mal, es geht noch, ja. Allerdings habe ich auf meinen Thumbnail schon festgestellt, die Präsentationsbilder, nenne ich es mal, von manchen Let's Plays bei mir sind recht dunkel. Aber soll ich machen, ne? Es ist halt jetzt mal auch dunkel da abends, ne? So ab und zu ist gerade die Jahreszeit 4% Zustand von der Kreiselecke. Die fehlt doch nicht mehr, oder? Sollen wir gerade mal gucken? Moment, ich muss gerade mal nachschauen. Macht das aber voll langsam. Ich mache das jetzt mal so bescheißermäßig. Ich switche hier gerade mal durch, was wir alles reparieren müssen. Nein, nein. Oh Mann. Natürlich mal vor, ich will das alles in einem Werkstatt-Trigger oder sowas reparieren. Da wäre allein für das Reparieren die Folge drauf gegangen, ne? So, und schon fahren wir wieder 14 km/h, wie gut das ist. Hallo, bist ausgegangen, sehr vorbildlich. So. Ja, die Kreiselecke, die hatte ich auch auf der Provence damals. Hat mich beeindruckt, ja, der 6 Meter Kreiselecke ist schon was Cooles. Braucht natürlich auch extrem Leistung. Aber hey, wir haben hier Leistung satt, ne? Case Optum, sag ich schon. Ne? Mal sehen, wie schräg diese Felder sind. Ne? Wir fahren fast exakt 360 Grad. Aber hier ist so viel stehen daneben. Gut, am Ertrag kann man sehen, das ist weder gedüngt noch gespritzt worden. Wobei beim Düngen ist es sicher. Aber gegen Unkraut gespritzt worden ist das mit Sicherheit nicht. Da ist auch noch ein bisschen was dazwischen sieht. Ne? Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie ihr darüber denkt, ich hätte mal richtig Bock, neben so einen Kartoffelhaufen zu machen und dann halt mit der Maus zu kommen und das abzuholen. Aber erstens weiß ich nicht, dass mit den Kartoffeln genauso funktioniert mit der Maus, weil es eigentlich für die Ruhe bin, gell? Und zweitens kostet sie halt schon wieder Geld. Und drittens, wie gesagt, ich weiß nicht, ja, just for fun ist vielleicht ein bisschen teuer, das Ganze, ne? Jetzt gemerkt, ne? Das Benny muss kurz den Controller loslassen, um auf der Tastatur das Licht einzuschalten. Das ist halt der Nachteil, wenn man Tast ohne Lenkrad, ne? Aber ich werde nicht dran vorbeikommen, ich muss mir das holen. Weil ich hoffe es innigst, dass es nächstes Jahr im Herbst oder Spätjahr mit dem nächsten Teil hier weitergeht. Dass Giants das macht. Wäre extremst nett und schön und toll, weil so viele Jahre, so viel Erfolg, warum nicht, ne? Bin mal gespannt. Und da brauchst du sowieso wieder den Gretchen, ne? So ein bisschen von links und rechts zu fahren, dann Gas geben, tut machen.
So, wir sind jetzt bei 70% gleich. Der Deutsch steht da hinten immer noch auf dem Acker, der hat ja einen gesehen. Hafer, gell, war das? Ich glaube, man hat eine Hafer reingeballert. Und dann muss ich auch irgendwann in nächster Zeit muss ich mal gucken, dass wir uns einen Anhänger hier herstellen. Ich habe hier nur den... Ja, Anhänger ist witzig, ne? Bis der Ruder hier voll ist, das ist jetzt, sind ja zwei Anhänger voll. Dort ist natürlich Grützwurst, nicht? Da bräuchtest du einen 50.000 Liter Anhänger. Aber Übertreibung, ne? Und vor allen Dingen, wo lagere ich bitteschön die Kartoffeln? Das ist die nächste Frage, ne? Ich glaube nämlich nicht, dass im Hofsilo die Kartoffeln reingehen. Das, beziehungsweise das Hofsilo jetzt mische, dass ich die Kartoffeln reinwerfe. Kann ich mir nicht denken. Ich weiß es nicht. Und ich kann am Hof ja nichts anderes platzieren. Das ist ja nicht gewollt von den Karten erbauen oder erfinden. Kann ich voll verstehen. Ich bin jetzt ja nicht böse drum, aber da muss man sich echt überlegen, wie man es macht. Man könnte ja rein theoretisch praktisch wieder das in die Halle reinwerfen, was ich schon mal gemacht habe. Mit der Hoffnung, dass ich das dann aufnehme irgendwie. Ja, ist hier ein bisschen schräg. Das Feld fällt hier ab, genau. Das Feld fällt ab, du. Ich hoffe, dass ich hier das aufnehme. Laut Display unten nehmen wir das auf, ja. Also nicht aufnehmen, sondern Kartoffeln aufnehmen. Hier die Büsche nehmen wir auch noch mit in die Kartoffeln mit rein. Warum denn nicht? Macht doch jeder. Normal. So. Oh, haben wir es stehen gelassen, glaube ich. Ja. Geht beim Grubbern weg später. Was der trotz GPS dann korrigiert an dem Lenkrad, ne, weil hier so huppelig ist, holprig. Huppelig, oh Gott, huppelig, ja. 90%, 45.000, uiuiui. Das gibt mal satt Kartoffelchen. Aber wir können jetzt dadurch, dass wir mit GPS geerntet haben, könnten wir jetzt in der Zwischenzeit, wo wir den... Ne Quatsch, muss erst Anhänger holen. Aber in der Zeit, wo wir vielleicht die Kartoffeln und Schwein hochfahren, könnten wir ja den mit normalen Helfer arbeiten lassen hier, ne? Den lieben Hulme. %96, ich lasse ihn da drüber runterfahren, weil er auch auf der Seite dann passt es mit dem Ablade. So, dann werfe ich jetzt gerade mal den Helfer rein, der ist zwar gleich voll. H wie Hilfe macht er nicht. Warum nicht? Ich habe keine Ahnung, hat doch H gedrückt eben. Ach ja. Verflixt. Dann müssen wir es anders machen. Oh ja. Siehst du, und schon haben wir voll. Wird ausgeklappt, sehr schön. Wo ist denn hier der Puma? Da ist er doch. Er stinkt wie ein Puma-Käfig. Jo, morgen wieder 3 Folgen Nordfriesische. Mal gucken, wie wir da vorankommen. Da haben wir ja jetzt auch einiges, müssen wir auch einiges neu machen. Da sind meine CP-Kurse immer noch nicht auffindbar. Beziehungsweise ganz ehrlich, habe ich nicht ganz nachgeschaut. Überall. Ich habe das Safe Game Backup und nochmal das Backup vom Backup und Autosave alles durchgesucht. Da war auch dann eine Datei drin mit, ich glaube, wie heißt das denn? Da gibt es noch CP Settings, dann gab es noch CP Custom Einstellungen, also die Kurse irgendwie, keine Ahnung, muss man mal gucken. Weil man da ganz neu einfahren, aber ich finde es nicht toll. Nicht, sondern nicht toll, dass man hier die ganzen, auf der Nordfriesischen Marsch die ganzen CP-Kurse wieder einfahren muss. Ich habe so ein bisschen leichten Verdacht, dass ich da irgendwas
beim Umswitchen auf die vielfachen Map tatsächlich aus Versehen gelöscht habe. Das wäre sehr schade. Ja, ihr habt es gehört, Leute. Es ist nicht fassbar. Es ist nicht fassbar, es ist praktisch unfassbar, ja, dass wir hier schon wieder am Ende der Folge sind. Ich wollte eigentlich noch wenigstens einmal zu unseren Wutzchen-Schweinchen fahren. Ich probiere jetzt mal, warum geht denn der Helfer nicht rein bei dem Roder hier? Das kann ja nicht sein, dass es an dem Rot, an dem Mod an, tatsächlich selbst liegt. Mit Hilfe einstellen finde ich aber eh nichts, ne? Lenkmodus wechseln, Rohr einfahren, Motor starten, ja gut. Müsste vielleicht mal erstmal mal eine Maschine anschalten, aber vom Hilfe steht hier gar nichts. Nee. Vom Hilfe steht da nichts. Das ist schade. Ich drücke jetzt das H, Achtung. Geht nicht. Passiert nichts. Muss man dann allerhöchstens dann mit CP machen. Dann machen wir folgendes. Das lasse ich mal hier stehen, das Gerät. Dann würde ich gerne mit euch noch zum Schweinstand hochfahren. Und was wir da nicht wegkriegen, nicht unterkriegen, das ist, das geht mir oben am Schweinehof in der Halle rein. Da können wir uns irgendwann mal so einen ganz kleinen Hoflader, das was da oben hinstelle, kann man den Sticker tuffeln mit dem Hoflader, dann in den Vielfraß reinwerfen. So, und jetzt keine Beschwerden, dass ich mit 34.000 Liter Kartoffeln hier 50 fahre. Wir haben keine Zeit. Aber wir haben schon Zeit, ja, weil ich muss ja noch für morgen die Nordfriesische Marsch aufnehmen. Da bin ich ein bisschen hinten dran, diese Woche mit meinem Zeitplan. Also ich hoffe ja, also ich denke auf jeden Fall mal bei euch, ist es so, wenn dann tatsächlich mal eine Folge, bis jetzt war es ja noch nicht so, eine Folge ausfällt, ich hoffe, ihr verzeiht mir das dann. Es ist dann keine Absicht, es ist dann einfach nur, keine Ahnung, einfach keine Zeit gehabt. Ne? Wegen der Holzernet wurde ich auch gefragt, ist immer noch im Kopf, also das ist schon die Absicht gewesen. Aber auch hier wieder mal Zeitmangel, ne? Das ist echt unglaublich. Das Wetter ist auch einfach so gut, dass man draußen nichts arbeiten kann. Ich habe es ja schon mehrere Male erzählt, dass ich draußen noch Arbeit habe. Und das geht vorher, egal wie es ist. Gell? Also, wenn ihr Bock habt, schaltet ab. Ansonsten, ich fahre jetzt zum Schweinehof, gibt es nur die Vielfraß rein. Und dann glaube ich, das ist das Einzige, was die Schweine noch bräuchten, ist Stroh. Bin mir nicht ganz sicher. Wenn ihr dabei bleibt, kriegt das mit. Ansonsten erst wieder am Montag. Hier bräuchte es natürlich, keine Ahnung, ein Optum oder noch was Stärkeres, dass du jede Berg hochkommst. Das haben wir ja gestern schon erlebt mit den, was war es, den Sojabogen, gell? Die wir zur Beiwahl gefahren haben. Da sind wir ein bisschen, ja, dann jetzt bist du fertig, ich hätte vorher gekauft. So, jetzt würde ich gerne Radio anmachen, aber da kriege ich gleich wieder Meldungen von dieser hier. Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung. Ja, ist in Ordnung. Es gibt aber auch andere Musik, das weiß ich. Es gibt sogar YouTube-eigene Musik, die man hier verwenden darf. Ich werde auch noch darum kümmern, oh Gott. Wir müssen alles langsam angehen. Ja. Ich bin eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, minimum 2 Jahre zu spät gestartet mit dem Aufnehmen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das dann irgendwie so hinkriege, dass die Qualität halbwegs stimmt. Dass auch die Abonnenten, also ja, muss ich das ja vorstellen, das sind ja eigentlich wildfremde Leute, die das gut finden, was ich für Müll hier verzapft, was ich für Sprüche mache, keine Ahnung. Das macht einen irgendwie schon ein bisschen stolz, ne? So ein bisschen halt. Oh, komm, Puma, ey.
Zeig mal, dass du ein Puma bist und keine Hauskatze. Das heißt, der schwarze Pfeil hier liegen würde. Hat keiner Vorfall oder was? Wir haben beide Vorfahrt. Nein. Also Fakt ist, wenn ich hier komme, habe ich Vorfahrt. Also kann ich nur noch um Stunden handeln. 3000 Jahre später. Wenn es genauso was, ja, wenn man ab und zu mal Videos sieht von nicht unbedingt Let's Play, auch Let's Play, klar. Zum Beispiel mein Junior guckt ab und zu die älteren Videos vom German Let's Play, German Let's Player. Der hat damals den Planet Coaster, hat er ein paar Videos gemacht. Und da siehst du halt, der Junge hat auch Schnitttechnik und technisch und ja, so effektemäßig richtig drauf. Da kamen nämlich so Einblendungen vom SpongeBob, ja. Von wegen 2000 Jahre später. Oder solche Sachen, ne? Ich habe so ein richtig gutes Videobearbeitungsprogramm, habe ich nicht. Schnittprogramm, weil die kosten auch dann ein paar Euro 50. Und das kannst du logischerweise erst erholen, wenn du denkst, das macht Sinn. Und ob es überhaupt jemand sehen möchte, weiß man nicht. Es ist halt Abwechslung, gell? So, jetzt habe ich euch müde geredet. Jetzt sind wir mal hier angekommen. Schweinehof. Feigelfabrik. So, müsst ihr jetzt eigentlich auch in den Vielfass reinpassen da hinten. Daumen drücke, dass es noch so ist. Weil in die Halle rein. Ach, Gott sei Dank. In die Halle reinfahren, das ist sehr, sehr, sehr schwer. Das geht mit dem Anhänger gar nicht. So, mal gucken, ob es alle reingehen. Und dann gucken wir mal, was die Schweinchen alles noch bräuchten oder haben möchten. Ja, Speicher ab, hab nichts dagegen. Oh, die haben alles bis auf Stroh, wie ich gesagt habe, ne? Kartoffeln ist voll, wir haben jetzt noch einen Rest. Haben wir noch einen Rest, wo fahr ich denn hin? In den Altbau oder da unten in den Neubau? Also eigentlich, jetzt rein optisch gesehen, würde es ausreichen, ne? Für ein paar Kartoffeln reinzukippen. Dann kann man mit einem kleinen Lader auch reinfahren. Muss man nur mit dem Anhänger reinkommen. So, wir sind zu nah dran, weil die Klappe hinten noch aufgeht. Steuerung I. Ich hoffe, dass es so läuft. So. Ein bisschen was haben wir da. Sehr schön. Gut, Leute. Ihr habt es gesehen. Ihr war Zeuge. Ich habe es hier reingekippt. Also wenn ich irgendwann nicht mehr weiß, wo ich es hingefahren habe, ja, könnt ihr mir es dann gern mitteilen. Irgendwie. Und ich schicke den jetzt zurück zum Hof. Und dann... sehen wir uns, wenn ihr möchtet, die am Montag wieder auf der Geiselsberg. Und ansonsten morgen nordfriesische Sonntag Hof Bergmann mit, Achtung, jetzt kommt's, mit den neuen Glastraktoren. Ich wollte auch mal ein bisschen Werbung machen dafür. Also macht's gut, danke fürs Zuschauen, schönen Freitag noch. Tschüssi.